Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dark Souls 3. Weiter geht's mit dem Pfad der Opferungen. Ich habe mich ein bisschen wieder umgezogen. Ich habe die Kapuze angezogen. Ich habe die Lothric Ritterstiefel angezogen. Und was mir aufgefallen ist, was ich noch schauen wollte. Hoch. Okay, hier war es scheinbar nicht. Moment, das. Ich hatte so ein Ding. Genau, das Ding. Untoten Knochensplitter. Da steht, ich kann das verwenden, um die Estus-Erholung zu verbessern. Das spare ich mir mal so fürs Erste und mache einfach so mal weiter. Ich habe soweit alles ausgerüstet, was ich ausrüsten haben wollte, oder? Ja, gut. Okay. Oha. Kann man da runter? Nein, kann man. Was zum Teufel? Hallo? Was? Was zum. Lol. Ah. You gone. Blasphemie. Ja, das fängt ja schon mal gut an. Die sind sehr verwundbar, also vermute ich mal, dass die sehr stark sind, wenn die sich richtig verwandelt haben. Und treffen. Beichtstein. Okay. Hoch. Oh, ist das wieder so ein Sonderobjekt der Sache? Material. Ah, das ist Material. Waffendurchwirkung aufheben. Oh. Kriegt man dann das Item zurück, was man zur. Durchwirkung verwendet hat. Okay. Und zwei solcher weiteren. Geht da runter etwa? Mhm. Oha. Hui. Ja, es ist abhängen. Cool. Okay. Also ich gehe da runter oder nicht? Nein, ich glaube nicht. Offiziell jetzt nein. Zumindest sollte man da nicht hin. Aber was sind das für Viecher jetzt mal im Ernst? Seele eines unbekannten Reisenden. Okay. Und wer oder was seid ihr? Okay. Ach du Scheiben. Okay. Lol, was ist das? Gut, das war der erste. Das Schwert ist super.
Alter. Blutungsschaden, okay. Okay. Dann bräuchte ich diesen Ring, vermute ich mal. Aber wenn ich ausweiche, ist es egal. Was scheißt du so, Junge? Und was ist das für ein pinker Nebel? Ah, wo kommst du denn her? Mann! Die wollen mich doch sicherlich verbluten. Ich bin am Baum stecken geblieben. Natürlich. Ach, ich habe vergessen, die Esso-Star-Kongs zu wechseln in diese Dingstar. Asche-Star-Kongs, so wie sie heißen. Okay, dahinter geht's weiter. Hier ist ein Leuchtpunkt, allerdings. Ah, doch, hier geht's weiter. Da geht's lang, aber ich weiß nicht, ob es da weitergeht. Ach, da oben habe ich angefangen. Okay, scheinbar muss ich da hin. Okay. Einfach runter oder muss ich springen? Ich kann einfach runter, sehr gut. Ah. Oh. Hä? Wer bist denn du? Der zweite feindliche NPC, glaube ich, neben diesem Ninja Meister. Hau. Nein, nein, verdammt. Au, lol, was? Jawohl. Ach, das war eine Frau. Diesmal. Sogar, okay. Gegenstand nehmen, Schlachtermesser. Dankeschön. Blim, blim, blam. Gab's nicht so ein Pokémon, was blim, blim macht oder so? Moment, was macht dieses Schlachtermesser? Schlachtermesser, wo bist du? Hier. 24 Stärke. Ui, 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 ui. Huch. Ein Schlachtermesser mit seltsam großer Klinge von der irren Frau, die dem Vater Opferungen heimsucht. Heimsuchte. Direkte Treffer regenerieren die TP. Es heißt, in der untoten Siedlung lernte die Frau den Geschmack und Genuss von Menschenfleisch kennen. Oh, Kannibalien, okay. Fertigkeit, Schärfen. Das Schärfen der Klinge erhöht die durch erfolgreiche Angriffe regenerierten TP. Die hatte vor, mich zu essen. Oder sich an mir zu laben. Wow, so viel Loot. Banditenaxt. Ah ja, hier hat sie scheinbar gewohnt. Was macht die Banditen... was bringt die mir? Banditenaxt. So, hoch. Eine von Banditen in fallenden Landen verwendete Axt. Der Einsatz dieser überraschend robusten Streitaxt erfordert mehr Stärke als bei einer normalen Axt. Kriegsschrei, okay. Ich glaube, das sind jetzt die ganzen Klassenwaffen, die man hier findet, oder? Oh, oh.
Banditen Kapuze, Banditen Rüstung, Banditen Stulpen und Banditen Hose. Ja, es sind die ganzen klasse Items. Banditen Doppeldolche. Wow. Wow. Ha. Dann ziehe ich die doch mal an. So. Gegenstand Info. Eine Kapuze aus einem fremden Land. Vermutlich gehörte sie einem Dieb, der seinen Meister fand. In fremden Ländern wurden die Untoten als Warnung an die Bevölkerung verbannt. Als diese Nachricht nicht verstanden wurde, verbannte man auch die Lebenden. Okay. Okay, da steht das gleiche drin. Und hier ebenfalls. Dann vermutlich auch da, oder? Ja, okay. Und wie sieht's jetzt aus? Ja gut. Ein bisschen orientalisch, so leicht von der Sonne verputzelt, aber okay. Dann hier sind wir fertig, ne? Oder ging's da weiter? Nein. Okay. Ja, das war der zweite NPC hier. Ja, Leute in Rüstung schmecken nicht scheinbar. Oder lassen sich schwer beißen. Ich habe was gehört, glaube ich. Ah. Okay. Kleine Titanitscherbe. Ja, danke schön. Bin ich wieder hier? Okay. 12 Minuten schon. Ey, mach hinne du. Aber mach nicht zu sehr hin, sonst bist du tot. Du da. Oh, da ist dann noch jemand. Hilfe. Sagt ihr überlebt? Ach, es sind mehrere. Nein. Hilfe. Alter, was geht denn hier ab? Okay, das waren die. Hey, ja, Heide Witzka, sage ich da nochmal. Okay, eine Ruine. Da macht er irgendwas, ne? Ja, goodbye. Lass dein Loot hier. Toll. Apropos Loot. Loot! Hey, das reimt sich ja. Was ist hier? Einfach nichts. Okay. Ich würde sagen, das haben wir ja ganz gut gemeistert. Dann war hier noch was, glaube ich, ne? Genau. Beichtstein. Ach, das ist ein Leichnam, okay. Nee, oder? Oder wurde der getroppt? Ich weiß nicht mehr. War's das? Oder war hier noch was? Hä? Oh! Wie verwinkelt ist das denn hier? Okay. 30 Minuten. Ich würde sagen, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Und nächstes Mal mache ich ein bisschen schneller, okay? Okay. Tschüss.